Moinsen Leute, jetzt sind wir wieder hier in Bremen-Blumenthal im Clever Fit und ich werde heute hier die drei Übungen machen, die man sehr, sehr selten macht, beziehungsweise fast gar nicht. Es wird Bauchmuskel mit dabei sein, es werden die Unterarme mit dabei sein und es werden die Waden mit dabei sein. Viel Spaß beim Zuschauen und kommentiert ruhig mit, wenn ihr Fragen habt. Die letzten Videos, die sind auch sehr, sehr gut angekommen. Dafür bedanke ich mich hier nochmal. Und natürlich würde ich mich über einen Daumen auch freuen und über ein Abo. Klar, kostet euch nichts, mich auch nicht. Also abonnieren, liken, kommentieren und das Video gleich mal anschauen. Danke und viel Spaß. Bauchmuskulatur kann man direkt auf der Matte bzw. am Gerät trainieren. Wenn ich am Gerät trainiere, dann habe ich wenig Gewicht, mache dann viele Wiederholungen, so dass ich mich aufwärme, ein bis zwei Sätze. Und hier mache ich das ohne Gewichtsscheiben. Und wenn ich richtig anfange, werde ich Gewichtsscheiben noch hinzufügen. Wir fangen erstmal mit dem Aufwärmen an. Dafür winkle ich meine Beine oben an und mit dem Oberkörper gehe ich hoch bis zu meinen Knien. Dafür habe ich jetzt 15 Wiederholungen gemacht, man kann auch natürlich mehr machen. Das kann man auch als regulären Satz natürlich zählen. Ich trainiere meistens mit Zusatzgewicht, deshalb habe ich es nicht als Satz gezählt. Ich mache hier insgesamt drei Sätze. Ich fange erstmal mit der 10 Kilogramm Scheibe an. Das halte ich über dem Kopf. Je weiter man das hinterm Kopf hält, desto schwieriger wird es, mit dem Oberkörper hochzukommen. Wenn man es vorne hält, wird es am einfachsten sein. Ich werde es aber direkt über dem Kopf bzw. über dem Gesicht halten. Die Bauchmuskulatur sollte sich nicht entspannen, egal ob in der positiven oder in der negativen Phase, ob man oben ist oder unten ist, sollte die Bauchmuskulatur nie entspannen. Immer angespannt lassen. In den 15 Wiederholungen bzw. 20 Wiederholungen sollte die Muskulatur unter Dauerspannung sein. Ich möchte noch dazu sagen, dass man partiell nie die Bauchmuskeln angreifen kann. Allerdings spricht man immer davon, die unteren Bauchmuskeln, die oberen Bauchmuskeln und die seitlichen Bauchmuskeln. Die Bauchmuskeln sind Bauchmuskeln, die trainiert man immer komplett. Man kann kleinere Details herausarbeiten, indem man verschiedene Körperhaltungen hat bzw. verschiedene Übungen benutzt. Ich werde hier die Beine anheben und werde verstärkt auf den unteren Bereich, also untere Bauchmuskeln eingehen und verstärkt die unteren Bauchmuskeln hier trainieren. Es wird sehr, sehr häufig ein Fehler gemacht, gerade beim Beine anheben. Es werden nur die Beine angehoben und nicht die Hüfte. Ganz, ganz wichtig ist es, dass man die Hüfte bzw. den Po noch mit anhebt, damit es hier eine Wölbung gibt und eine richtige Spannung. Sonst wird man höchstens die Beinstrecker mit trainieren, wenn man nur die Beine anhebt. Die unteren Bauchmuskeln werden dann dadurch nicht so effektiv trainiert. Also Leute, immer komplett die Hüfte mit anheben, die Beine strecken und nicht kreuzen und komplett anheben, da werdet ihr es hier richtig spüren. Wahrscheinlich schafft ihr da nicht so viele Wiederholungen, dafür ist es aber sehr, sehr effektiv. Das ist auch die letzte Bauchmuskelübung.
Hier werde ich die seitlichen Bauchmuskeln mit trainieren. Und zwar werde ich hier ein Zusatzgewicht benutzen. Die Bauchmuskeln sind schon warm, dafür brauche ich keine Aufwärmübungen. Ich werde gleich damit losstarten. Erst die rechte Seite und dann die linke Seite. Wie ihr sehen konntet, habe ich die seitlichen Bauchmuskeln nicht nur auf und ab bewegt, sondern ich habe mich eingedreht. Wenn man es so zum Beispiel macht, einfach nur hoch und runter, dann besteht die Gefahr, dass die seitlichen Bauchmuskeln dicker werden, dadurch auch die Taille breiter aussieht. Besser ist, wenn ihr die Arme verschränkt, den kompletten Oberkörper eindreht. So. Damit die Zielmuskulatur viel besser mit beansprucht und trainiert. Und diese Übung würde ich nicht jedes Mal machen. Es gibt Leute, die es vielleicht einmal im Monat machen oder gar nicht machen, weil sie die Gefahr darin sehen, dass die Taille dadurch dicker wird. Ich persönlich sage, wenn man es wöchentlich trainiert mit 2 bis 3 Sätzen, wird es da keine Gefahr geben, dass man eine dicke Taille bekommt. Ich trainiere das immer. Allerdings ist es natürlich wichtiger, auf die Ernährung aufzupassen. Auch da wird die Taille nicht breiter und die Bauchmuskeln werden freigelegt. Ich achte immer darauf, dass ich jede Übung einmal durchnehme und die Bauchmuskeln, die Separation viel besser herausarbeite. Das war's. Bauchmuskelübung. 3 Übungen habe ich gemacht und jetzt werde ich die Waden bearbeiten. Okay Leute, jetzt werden wir die Waden bearbeiten. Die Waden mache ich einmal im Sitzen und auch einmal im Stehen. Wenn ihr im Stehen keine Maschine im Studio habt, dann könnt ihr auch gerne eine Kurzhantel nehmen und an der Flachbank bzw. Schrägbank an der Kante einfach hochheben. Also die Hantel sollte dann halt auf der Stelle sein, wo ihr gerade Wadenmuskulatur trainiert. Oder ihr habt im Stehen eine Wadenhebemaschine, so wie hier. Dann könnt ihr es sehr, sehr gerne hoch mit Gewichten beladen, weil die Waden sind sehr, sehr störrisch. Da muss man viele Wiederholungen machen mit hohen Gewichten. So ist es bei mir zumindest. Und schaut mal zu, wie ich das hier gerade mache. Wadenmuskulatur wird sehr häufig vernachlässigt. Am besten ist es, wenn ihr die kurz, schnell und sehr schwer trainiert. Und zweimal die Woche würde schon ausreichen. Okay Leute, jetzt mache ich Wadenheben im Sitzen. Hier wird primär die Wadenmuskulatur hier außen trainiert. Das nennt man auch Schollenmuskulatur. Die inneren Köpfe werden im Stehen besser trainiert. Und vernachlässigt bitte nicht die äußeren Schollenmuskeln hier von der Wade, weil jedes Mal, wenn ihr euch bewegt bzw. wenn ihr rumpost, dann sieht man halt die Muskeln sehr, sehr gut. Und wenn ihr kurze Hosen anhabt, sowieso.
ihr sehen könnt, dehne ich hier auch zwischendurch mal. Das mache ich nur bei der Wadenmuskulatur, bei allen anderen Muskelgruppen nicht. Ich bin der Meinung, dass die Faszien, also die Haut direkt über der Muskulatur, gerade da sehr, sehr fest ist, dadurch, dass es jeden Tag benutzt wird und dass sie sich nicht dehnen können. Deshalb mache ich viele Wiederholungen, relativ hohe Gewichte und ich dehne sie zwischendurch mal. Also hier ist die Verletzungsgefahr nicht gegeben, wenn ihr die zwischendurch mal dehnen würdet. Probiert das ruhig mal aus. Bei allen anderen Muskelgruppen bin ich kein Fürsprecher, dass man dazwischen dehnt. Okay Leute, jetzt sind wir auch schon am Abschluss. Die meist vernachlässigten Muskelgruppen. Es sind Bauchmuskeln, Waden und Unterarme. Die sind auch sehr, sehr wichtig. Die muss man auch trainieren. Ich werde jetzt hier 3 Übungen für die Unterarme machen. Schaut mal zu, wie ich es mache. Ich mache es nur mit Kurzhanteln. So, jetzt habt ihr 3 Übungen in einem Satz gesehen. Ich mache einmal mit Untergriff, wie ihr das gerade gesehen habt, halte ich die Hantel hier auf der Hand fest und hebe sie an. Dann mit Obergriff, werden vom Unterarm natürlich auch Bereiche mit trainiert. Und zum Abschluss nehme ich nochmal Obergriff. Könnt euch das so vorstellen, als ob ihr Bizeps machen würdet, nur mit einem Obergriff. So werden die Unterarme auch sehr gut belastet. Es gibt immer einen ganz guten Look, wenn ihr kurze Sachen dran habt. Wenn die Unterarme unterentwickelt sind, dann sieht das auch nicht gut aus. Und außerdem auch für die Funktion, für die Allgemeinkraft, für die Oberarme, solltet ihr Unterarme zumindest einmal die Woche immer mit trainieren. Das Training ist durch. Es war ein sehr, sehr schnelles Training. Ich habe 3 Übungen für die Bauchmuskeln gemacht. Einmal obere, untere und seitliche Bauchmuskeln. Dann habe ich für die Waden nochmal was gemacht. Einmal im Stehen und einmal im Sitzen, Waden heben. Und für die Unterarme auch nochmal 3 Übungen. Die habe ich dann alles zusammengefasst und als Einsatz, ein Mammutsatz zusammengefügt und auch trainiert. Da habe ich dann 2 Durchgänge gemacht und das reicht vollkommen aus. Das sind gerade die Muskelgruppen, die vernachlässigt werden. Manche trainieren Bauchmuskeln jeden Tag, das würde ich nicht empfehlen. Und manche trainieren sie überhaupt nicht, weil sie sagen, Bauchmuskeln wachsen bei anderen Übungen auch mit. Das stimmt irgendwo ein bisschen, aber ich bin ein Fürsprecher von zumindest einmal in der Woche Bauchmuskeltraining. Natürlich werden Bauchmuskeln in der Küche gemacht und nicht im Gym.
Wenn man sich richtig gut ernährt und sein Fett und Wasser los wird, dann wird man immer gewisse Bauchmuskeln sehen. Wenn man sie aber richtig gut trainiert hat und auch die Muskelform, die Muskelbäuche rausgearbeitet hat, dann hat man noch mehr Freude daran. Wenn man eine Diät gemacht hat, dann kann man sie viel besser sehen. Zum Beispiel so. Oh,